Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Toads-Woche. Heute mal eine ganz komplett freie Folge, in der ich absolut gar nicht weiß, was ich mache. Doch, ich weiß es wohl, aber ich habe mir nichts aufgeschrieben wie sonst immer. Denn ich möchte die Folge jetzt auch etwas kürzer halten und euch einfach nur mal ein bisschen informieren über ein paar Sachen, die so in der nächsten Zeit passieren werden. Im Moment ist das ja wirklich so, dass meine Abonnentenzahlen und auch die Viewszahlen extremst eingebrochen sind. Also ich habe jetzt laut Analytics, also Statistiken, in den letzten 30 Tagen minus 13 Abonnenten gemacht. Und der Stand ist jetzt von Freitag, also 19.04. Was ja schon eigentlich extrem ist. Und meine Viewzahlen sind ja auch ziemlich in den Keller gegangen. Also so 20 Views bei 2500 Abonnenten ist ja praktisch nichts. Und ich weiß leider nicht, woran es liegt. Ich habe ja absolut keine Ahnung, weil ich kein Feedback bekomme. Das ist das Problem. Ich bekomme zwar Feedback von Leuten, die mich regelmäßig gucken und die mich mögen. Da kriege ich immer positives Feedback. Aber das negative Feedback fehlt einfach. Ich weiß nicht, ob es einfach bei euch auf der Startseite vielleicht nicht landet. Ich weiß nicht, ob ihr das einfach unlustig findet oder ob ihr mich abonniert habt wegen irgendwelchen anderen Videos, die ich mal gemacht habe. Zum Beispiel irgendeiner Mod-Vorstellung. Habt ihr mich abonniert und seitdem nie wieder was geguckt? Da kann ich leider ja nicht sehen, woran es genau liegt. Und das ist so ein bisschen schade. Von daher, also wenn ihr wirklich meine Videos einfach auf der Startseite nicht findet, dann gebe ich euch einfach mal den Tipp, mir auf Twitter oder Facebook zu folgen, denn da landen die Videos auf jeden Fall immer pünktlich auf eurer Chronik. Und wenn euch die aktuellen Let's Plays nicht gefallen, die ich so mache, dann schickt mir doch Vorschläge für Let's Plays, die ich mal machen soll. Also einfach in die Kommentare oder auch gerne per PN oder in meinem Forum. Ich freue mich. Die Sims 3 ist jetzt am Freitag zu Ende gegangen, also ist ja jetzt Ende. Wir haben es jetzt mehr oder weniger abgebrochen, pausiert, weil ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel Lust auf Sims hatte und Nils sowieso nicht. Und von daher gibt es jetzt erstmal kein Sims mehr. Vielleicht werden wir das weiterspielen. Der Speicherstand existiert ja noch, sofern ich meinen Computer nicht in der Zeit dann irgendwie neu mache. Jetzt nach Sims wird erstmal nichts folgen. Also der 18-Uhr-Slot ist praktisch frei von Let's Plays. Ich werde jetzt nur noch weiterhin Evoland hochladen. Das kommt dann ja immer ganz normal 15:30. Also das bleibt jetzt erstmal. Heißt, ab jetzt erstmal nur ein Video am Tag. Nur Evoland und halt angedaddelt und Toads Woche. Das ist es dann. Das ist dann mehr so oder weniger so eine kleine Pause. Und dann schaue ich mal, ob ich zwischendurch mit einem neuen Let's Play anfange. Da werde ich dann im Forum einen Post schreiben, da wo ihr dann abstimmen könnt. Und auf Facebook vielleicht auch. Und ja, das ist es dann, ne? Da mache ich vielleicht noch, das weiß ich aber noch nicht ganz sicher, Anfang nächsten Monats eine komplette Pause, also wo ich dann wirklich gar nichts hochlade eine Woche lang, weil ich da vermutlich, nein nicht vermutlich, sondern da bin ich auf jeden Fall weg. Die Frage ist nur, ob ich in der Zeit das vorproduziert bekomme, ob ich da überhaupt Lust zu habe und die Zeit zu habe oder ob ich mir mal einfach eine Woche Pause gönne. Ich lade zwar jetzt weniger Videos hoch, habe aber jetzt vor, mal öfter wieder Livestreams zu machen. Und zwar auch mal wieder Programmierungs-Livestreams. Da wurde ich jetzt schon öfter nachgefragt und da werde ich jetzt mal wieder mit anfangen. Die kommen dann wie immer ganz spontan. Ja, die kommen dann dafür jetzt öfter. Und das war's dann. Also nächste Toads-Woche dann, denke ich mal, mit ein paar neuen Themen. Wenn ihr Zungenbrecher kennt, die ich doch mal in der nächsten Toads-Woche auch sagen soll, dann haut's in die Kommentare. Ich habe da schon so ein paar bekommen. Aber ich werde dann nächste Toads-Woche, denke ich mal, ein paar Zungenbrecher aufsagen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare oder auf AskFM. Und ja, das war's dann von dieser Toads-Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich wieder. Bleibt mir treu und bis dahin. Tschüss.